Die Herr-der-Ringe-Reihe ist voll von ikonischen Figuren und unglaublichen Persönlichkeiten. Aragorn, Frodo und Gandalf gelten noch heute als Musterbeispiele für perfekte Film- und Fantasyfiguren und auch die Menschen hinter der Herr-der-Ringe-Trilogie wurden gebührend geehrt. And the Oscar goes to Peter Jackson, Lord of the Rings. Mit insgesamt 17 Oscars ging die Herr-der-Ringe-Trilogie als eine der erfolgreichsten im Rahmen der Academy Awards in die Geschichte ein. Doch einen Mann vergessen wir dabei immer wieder. Einen Mann, ohne den Herr der Ringe und ganz Hollywood wohl nicht das gleiche wäre. Und vor allem ein Mann, der mit Abstand die beeindruckendste Performance in der gesamten Filmreihe abgeliefert hat. Hi everybody, my name's Andy Serkis and I'm delighted to receive this award on behalf of everybody who brought Gollum to life. You're a liar and a thief. It's mine. I won it. It was me. We only won because of me. And me. MTV is my friend. My friend. Andy Serkis musste sich mit ein paar wenigen kleinen Awards zufrieden geben. Viele kannten ihn damals nicht einmal. Ja, sogar heute gibt es Menschen, die ihn nicht kennen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso das so ein Riesenproblem ist. Naja, es war dieser Mann alleine, der das Herr-der-Ringe-Universum genauso wie die letzten 20 Jahre der Filmgeschichte vollkommen revolutioniert hat. So you would think that acting opposite somebody like that and trying to think that they were a chimpanzee would be very difficult. But from the first scene that we had together on, you know, it's been easy. Because Andy is so good. I think, you know, he might be the greatest actor I've ever worked with. He's extraordinary. He's the most expressive eyes. He could say nothing and communicate more than almost any other actor. And interesting for a couple of reasons. This is something that while we were showing rough cuts of the movie, we left this in up until very late in the game, just because Andy's performance is so powerful. I think it's interesting to see exactly how much of his performance comes through in the finished product. Im Jahr 1998 war es Peter Jackson, der Regisseur der Herr-der-Ringe-Trilogie, der nach einer geeigneten Stimme gesucht hat, um die Figur Gollum zu sprechen. Und die Betonung liegt hierbei auf Stimme. We were basically meeting actors who could do good voice work. Because at that point we thought we were just looking for a voice actor. Es war unmöglich, einen Menschen zu finden, der diese Art von Wesen spielen könnte. Kein Kostüm, Filmtrick oder eine strenge Diät des Schauspielers würden genügen, um aus einem Menschen das abartige Wesen Gollum zu machen. Doch alle Regeln und Pläne änderten sich nur durch ein einziges Vorsprechen. Neben all den Einsendungen von Schauspielern, die lediglich ihre Stimme nutzten, die tatsächlich Voice-Actor waren, taucht plötzlich dieses Video auf. Ein Mann, der fast schon verrückt wird. Wieso macht er diese Dinge mit seinem Gesicht? Man wird es doch eh nicht sehen. And it was really in that audition that I came to realize something that had never really occurred to me, and that the voice and the facial expressions and the energy are related. Es sollte diese Erkenntnis sein, die eine vollkommen neue Art des Schauspiels erschafft und eine der legendärsten und ikonischsten Figuren des Kinos. When Peter started to watch me doing what I was doing on set, he said, okay, what we're going to do is we're going to film Andy, and that's that we're going to film him on set, see how, you know, copy exactly what his movements are, and then for any sort of close-up CG shots, which are just gonna Gollum, which aren't fully interactive with the other actors or the environment, we'll go back onto the motion capture stage and we'll shoot plates and Andy will act on his own in a motion capture studio. And it was, I hate you. I hate you. Where would you be without me? Gollum, I saved us. It was me.
We survived because of me! Gollum ist vor allem für seine merkwürdige Art und sein ikonisches Aussehen so berühmt geworden. Doch was vielen Fans selbst nach dem 100. Rewatch nicht auffällt, ist seine ungeheure Bedeutung für das Writing der Filme. But because of the way that the relationship of Gollum to the other two characters work, he's often driving the scenes, he's often, you know, tearing them apart, the dynamics, he's very interactive with them, and so there was no way that would work if they had to imagine what this other character was thinking. Die Herr der Ringe Filme arbeiten typisch für eine Fantasy Reihe sehr viel mit Atmosphäre. Jede einzelne Figur kreiert durch ihre Art zu sprechen und ihr Aussehen eine andere Atmosphäre in der Szene. Aragorn bringt etwas Episches, Königliches mit sich. Frodo zeigt uns Treue und Mut. Gandalf Weisheit und Zauber. All diese Attribute kreieren eine klassische Fantasy-Atmosphäre, wie wir sie nun mal kennen. Voll mit Zauberern, Geheimnissen und tollen Abenteuern. Auch wenn die Orks und Sauron die Hauptantagonisten der Filme sind, ist es vor allem die Atmosphäre Gollums, die dieser Welt entgegengesetzt wird. Immer wenn wir in Return of the King von Aragorn und Co. zu Frodo und Sam schneiden, ändert sich die Atmosphäre drastisch. Vom großen epischen Kampf um Mittelerde schneiden wir zu einem kleinen Psychodrama. Einem Dreiergespann, das unter ständiger Gefahr lebt und obwohl es so viel weniger Action und Kämpfe bei ihnen gibt, stockt uns der Atem in jeder Sekunde genauso, wie wenn Aragorn, Legolas und Co. bei Helms Klamm kämpfen. Diese Atmosphäre kreiert eine einzige Figur allein. You know, I wanted to find something that was tangible for the power of the ring, what it meant to him. And so for me, what spoke to me was this notion of addiction. And if the ring were present in a normal person's life, what would be the most powerful thing that would control them perhaps? And again, the way it would physically rack his body and tear him apart and make him emaciate. Wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt, dann überprüft es sehr gerne mal selbst in den Filmen. Nur warne ich euch vor, dabei könnte es ein kleines Problem geben. Die Herr-der-Ringe-Trilogie gibt es aktuell nämlich gar nicht in Deutschland zu streamen. Das heißt also, Geldbeutel öffnen und bezahlen. Da die meisten von euch darauf aber wahrscheinlich keine Lust haben. Ich werde mich von keiner einzigen Münze trennen. Habe ich eine ganz einfache Lösung für dieses Problem dabei. Mit CyberGhost könnt ihr nämlich ganz einfach mit einem Klick euren digitalen Standort in die Schweiz versetzen und schon könnt ihr Andy Serkis' Performance auf Netflix bewundern. Das geht nicht nur mit Herr der Ringe. Durch CyberGhost könnt ihr das Streaming-Angebot eurer abonnierten Streaming-Dienste auf der ganzen Welt nutzen. Und glaubt mir, es gibt so gut wie jeden Film irgendwo auf der Welt zu streamen. Spart euch also das viele Geld für unzählige Streamingdienste oder das Kaufen von Filmen und spart mit dem Link in der Videobeschreibung sogar nochmal 83%. Dann bezahlt ihr gerade einmal 2 Euro im Monat für unendlich viele Filme und Serien mit euren abonnierten Streamingdiensten. Darüber hinaus seid ihr auch noch besser vor Hackern, Cyberkriminellen, Datendieben und vielen anderen Gefahren im Internet geschützt und könnt CyberGhost auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig nutzen, ganz egal ob Android, Mac, Windows oder sonst was. Server stehen in 100 verschiedenen Ländern zur Verfügung und es gibt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie, sodass ihr es völlig risikofrei testen könnt. Sind wir mal ehrlich, besser geht's eigentlich nicht. Jetzt habt ihr also einen ganzen Herr der Ringe Rewatch vor euch und das mit einem ganz besonderen Fokus auf Andy Serkis Gollum und dann solltet ihr auf jeden Fall merken, wie krank der Typ wirklich ist. Go away. Go away. Aber nicht nur uns ist aufgefallen, was diese neue Motion Capture Technologie für eine Auswirkung auf die Spannung und Erzählweise eines Films haben kann. Wenn CGI-Charaktere von nun an nicht einfach animiert werden, sondern wirkliche Performances sind, würde die Grenze zwischen Fiktion und Realität immer weiter verschwimmen, bis sie irgendwann gar nicht mehr wahrnehmbar ist. What are you saying, Jake? You knew this would happen? Yes. I know your soul. It is much like mine, cursed with knowledge. The only curse is you. Why to the North Pole, of course! This is the Pole!
Polar Express. That's right. I think the thing that people need to keep very strongly in mind is that this is not an animated film. These actors did not just stand at a lectern and do a voice part, and then animators went off for the next 2 years and created the entire physicality of their performance. The most exciting thing is, it is my performance. This thing walks and talks and acts like me. It's my interpretation. Every nuance, every tiny bit of the performance that you see on the screen was created by the actors. They had to run, they had to leap, they had to fight, they had to do all the things that you see them doing in the film. And that's where the power of the performance comes from. Es ist das eine absurde Audition-Video, das ganz Hollywood von 0 auf 100 vollkommen verändert hat. Motion Capture, oder wie es dann genannt wurde, Performance Capture, war nun auf einem vollkommen neuen technischen Standard. Und mit der richtigen technischen Grundlage war es nun endlich möglich, die einzigartigen Künste eines Schauspielers nicht nur als Menschen, sondern, naja, auch als Drachen wahrzunehmen. Well, thief. I smell you. I hear your breath. I feel your air. Nach Andy Serkis Gollum ist Smaug aus der Hobbit-Trilogie wohl eines der besten Beispiele für unglaubliches Motion Capture. Benedict Cumberbatch schlüpft in die Rolle der Feuerschlange wie kein zweiter. I kill wherever I please, and none can stop me. Doch ihr glaubt doch nicht wirklich, dass so etwas möglich gewesen wäre, ohne die richtigen Anweisungen vom Meister. Benedict's choices as an actor were definitely going to affect Smaug big time. And I said, treat it like you're playing the role. Don't think you're just providing the voice. Go in there physically, get what you can out of it. There will be head turns, there will be moments from that performance that you give that can be pulled out and extrapolated and will become part of Smaug's being. Nun war Andy Serkis also schon länger als ein Jahrzehnt lang der Meister einer ganzen Kunst in Hollywood. Niemand konnte ihm, was Performance Capture angeht, das Wasser reichen. Das, was Robert De Niro für das Mafia-Genre, Sylvester Stallone für die Action und Leonardo DiCaprio für das Drama ist, war und ist Andy Serkis für alle CGI-Figuren der Traumfabrik. Und davon sollte es eben immer mehr geben. Große Blockbuster und bedeutende Figuren konnten nun CGI-Figuren sein. Es gab nicht mehr nur große böse Monster ohne Charakter, die computeranimiert waren, sondern auch grandiose und emotionale Performances, die auf CGI-Figuren übertragen wurden. Die größte Errungenschaft auf diesem Gebiet und in der Karriere von Andy Serkis sollte im Jahr 2011 beginnen. It's very rare that you get the opportunity as an actor to play a character all the way through from birth to death, in effect, and over the course of three movies, and to see every aspect of that character's life in a way condensed and telescoped into movie time. Andy Serkis verkörpert den Protagonisten der Planet der Affen-Reihe, Caesar. Es ist eine der ersten Filmreihen, die auf großer Bühne eine Gruppe von CGI-Wesen als Hauptfiguren nutzt. Vor allem in Teil 2 und 3 wird nahezu vollkommen auf Menschen verzichtet und unsere Identifikationsfiguren sind Affen. Was erst einmal absurd klingt, wird in dieser Filmreihe möglich gemacht. Wir lernen, uns mit Affen zu identifizieren und mit ihnen zu fühlen. Während hunderte andere Filme das nicht einmal mit Menschen schaffen, legen die VFX-Artists hinter der Trilogie den Grundstein für eine der größten Filmerrungenschaften unserer Zeit. So you've got to find a way to overpower the sun in that sense. And so what our mocap team had come up with was we could actually have the actors emit light instead of reflect light. And so now they were wearing actual infrared LEDs that were actively putting out infrared spectrum that the cameras could see. And it allowed us to go out onto location and actually get the performances of not just, you know, Andy and the other hero apes, but also all of our stunt players that were part of that big stunt extravaganza. That really kind of turned the page in terms of what we could do with performance capture. Doch all diese Technik wäre natürlich umsonst, wenn es niemanden gäbe, der sie nutzen kann.
Für die Rolle des ersten großen CGI-Protagonisten gab es also natürlich nur einen Mann. Andy Serkis. He's one of those actors that's embraced the technology because he understands the potential of what it can achieve. And he's one of those actors that really understands that every nuance that he gives is conveyed onto the screen. Ich habe mich in den vergangenen Jahren schon mit vielen Filmen und Schauspielern beschäftigt, aber noch nie habe ich gesehen, dass die gesamte Crew eines Films so beeindruckt von einem einzigen Mann am Set war. In 50% der Interviews zur Caesar-Trilogie sprechen die Beteiligten lediglich davon, wie unmenschlich gut die Arbeit von Andy Serkis war. Einem Mann, der aus einem Affen den wohl besten Protagonisten der letzten 10 oder 20 Jahre gemacht hat. Wie in seinen bisherigen Projekten wirken seine Gesten, seine Mimik, seine Stimme und seine unglaubliche Überzeugung zusammen, um Caesar zum Leben zu erwecken. Doch das Beeindruckendste an dieser Figur und der Performance zeigt sich vor allem im Finale der Reihe. The most difficult scene, I think, of all of the movies actually was probably the final scene with Woody Harrelson's character, the Colonel, who by now at the end of the movie has contracted the disease and he is becoming mutating and he wants to kill himself, and Caesar now has his moment where he can exact revenge after this whole journey of trying to track down the killer of his family. Everything he believes in is put into this one scene, and there's a sort of range of emotions that he goes through, and I think that was the most challenging scene that I've ever shot, actually, to get right. Es sind zwei Szenen mit Woody Harrelsons Figur, dem Colonel, die zeigen, was Caesar und Andy Serkis so besonders macht. Beide Figuren befinden sich in einem ernsten Dialog über die Zukunft der Menschheit. Eine Situation, die in jedem anderen Rahmen absurd wirken würde. Ein Affe und ein Mensch, die gemeinsam philosophieren. Doch diese Zweifel wurden in den letzten Filmen bereits vollkommen entkräftet. Woody Harrelson hält hier jetzt also einen Monolog. Einen ziemlich langen und tiefgehenden. Und Caesar antwortet lediglich mit seinem Gesicht. Oder besser gesagt, seinen Augen. Unsere Sprache, unser höheres Denken, es würde uns in Tiere verwandeln. Du redest von Erbarmen? Was hättest du getan? Für mich war das ein Moment völliger Klarheit. Das, was wir hier sehen, ist eine sogenannte Micro-Expression. Es gibt die grundlegenden menschlichen Emotionen, die wir durch unsere Mimik ausdrücken. Das sind auch die Emotionen, die Schauspieler am leichtesten darstellen können. Und dann gibt es eben noch diese Micro-Expressions. Kleine Bewegungen der Gesichtsmuskeln, die Schauspieler nutzen, um ein ganz bestimmtes Gefühl auszudrücken. Das Wahrnehmen einer fürchterlichen Erkenntnis, eine Mischung aus Verständnis und Zweifel. Nur die Besten der besten Schauspieler in ganz Hollywood beherrschen diese Technik. Es gibt ganze Kurse und Wissenschaften dazu. Es gilt als eine der komplexesten Schauspieltechniken und Andy Serkis nutzt diese durch eine CGI-Maske hindurch. His expression is subtly different from his earlier surprise. Now there is first dismay, then sadness, resignation. And finally his eyes shift slightly as if he is processing the information with deep concern. And I don't want to switch to lie to me mode now, but I don't believe you have to be an expert in nonverbal communication to understand this. It was a moment of clarity for me. The most expressive eyes. It blows my mind to see how much he can convey with saying nothing. I've never encountered that kind of extremity of just ability to convey things through his eyes. Es sind diese unglaublichen Fähigkeiten, die Andy Serkis zu einem der besten Schauspieler unserer Zeit machen. Einem Künstler, der eine ganz neue Form des Geschichtenerzählens geprägt und mit erschaffen hat. Ein Mann, von dem selbst die größten Größen in Hollywood schwärmen, und ein Mann, der jede einzelne Figur, die er gespielt hat, zur Legende gemacht hat. Viele mögen zwar Andy Serkis Gesicht nie gesehen haben, doch seine Geschichten werden wir uns wohl noch in vielen, vielen Jahren erzählen. Schreibt mir jetzt aber mal in die Kommentare, was ihr über Andy Serkis denkt.
gefragt. Wusstet ihr, wie beeindruckend der wirklich ist? Und was ist euer Lieblingsfilm mit ihm? Und natürlich noch die wahrscheinlich wichtigste Frage dieses Videos. Welche Trilogie ist eigentlich besser? Herr der Ringe oder Planet der Affen? Zu beiden werden hier auf jeden Fall noch Videos kommen. Falls ihr aber zum Thema Herr der Ringe oder auch ganz schön viele andere Filme jetzt schon ein wenig recherchieren wollt, vergesst nicht, euch über den ersten Link in der Videobeschreibung CyberGhost zu sichern und so Herr der Ringe und noch ganz viele andere Filme mit euren Streaming-Services streamen zu können. Zum Ende jetzt auch noch ganz kurz die Empfehlung, schaut euch sehr gerne mal dieses englischsprachige Video an, das mich unglaublich zu diesem Video inspiriert hat und von dem ich auch sehr viele Infos aus diesem Video habe. Der Link ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das unbedingt mit einem Like oder einem Abo. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.